Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fahrzeug-Review aus dem Spiel War Thunder. Was ihr hier seht, ist ein weiterer französischer Kandidat, auf den ich mich ja oder auf die ich mich ja im Moment so ein bisschen konzentriere. Neuer Content, da wollen die Fahrzeuge vorgestellt werden. Deswegen wundert euch nicht, dass die anderen Nationen ein bisschen zu kurz kommt, zumal ich zu den meisten Fahrzeugen ja sowieso schon Reviews fertig gemacht habe. Heute geht es um den AMX M4. Der so seine Stärken und seine Schwächen hat. Aber gehen wir erstmal auf diese ganz besondere Konstruktionsweise ein. Viele wissen gar nicht so wirklich, woraus die meisten französischen Panzer in der Nachkriegszeit im Grunde genommen entwickelt worden sind. Also im Grunde genommen war das alles Resteverwerterei, was man so von der Wehrmacht erbeuten konnte. Und auch bei dieser Konstruktion handelt es sich tatsächlich um, ich will es ganz vorsichtig und diplomatisch ausdrücken, deutsche Wurzeln. Das Design der Wanne, trotz dieser angeschrägten Panzerplatten hier vorne links und rechts, ist vom Tiger II entnommen worden. Stehen die Franzosen auch zu, also die Firma AMX hat gesagt, ja, nö, da haben wir uns am Tiger II orientiert. Und hinten drinne ist bei diesem Fahrzeug tatsächlich auch teilweise was Deutsches verbaut worden. Die Firma Maybach hatte Panzermotoren für die deutsche Panzerwaffe entwickelt und ganz am Anfang, nachdem der Krieg zu Ende war, ist tatsächlich die französische Armee bzw. die französischen Entwickler hingegangen und haben auch deutsche Motoren nicht nur in ihre Panzer eingebaut, sondern auch in ihre Flugzeuge. Und auch bei diesem Fahrzeug hier, dem AMX M4, das ist nämlich ein Prototyp der AMX-Reihe, die dann irgendwann mal fertig entwickelt werden sollte, hat man unterschiedliche Motoren eingebaut. Hier im Spiel ist jetzt der AMX, der Maybach-Motor mit den 884 PS eingebaut. Maybach selbst ist aber 1955 noch nach Frankreich geholt worden, oder die Firma Maybach, Ingenieure der Firma Maybach, und die sollten einen anderen Motor für dieses Fahrzeug entwickeln. Da gab es damals auch eine Motorenausführung mit fast 1200 PS von Maybach, der tatsächlich 10 Jahre nach Ende des Krieges für die französischen Panzer entwickelt worden ist. Aber auch dieser Motor konnte die Probleme, die man mit diesem Fahrzeug hatte, nicht lösen. Hier gab es nämlich verschiedenste Probleme, letztendlich auch der Grund dafür, warum dieses Fahrzeug nie in Serie gebaut worden ist. Es gab verschiedene Weiterentwicklungen und Entwicklungsstufen. Und einen Teil dieser Entwicklungsstufen finden wir hier auch im Spiel wieder, nämlich einmal den AMX M4, den ich euch jetzt hier heute vorstelle, dann den AMX 50, das Fahrzeug, das aus dem AMX M4 heraus entwickelt worden ist, und dann die größere Version, hier kann man auch schon so ein bisschen IS-3-Gene sehen, den AMX 50 Surbase. Alle Fahrzeuge wurden nicht in nennenswerten Stückzahlen produziert. Was ich viel interessanter fand, war, dass es eine weitere AMX 50 Reihe gab, die uns ganz, ganz stark an das erinnert, was die Wurzeln dieses Fahrzeugs gewesen sind. Und dafür blende ich euch jetzt eine kurze Blaupause ein. Und ja, hier, das ist tatsächlich eine Konstruktionszeichnung, eine Originalkonstruktionszeichnung aus dem AMX-Büro. Und hier sehen wir einen Turm drauf, den wir so aktuell hier nicht im Spiel finden. Die AMX 50 Reihen inklusive des M4s sind ja mit dem Wiegeturm ausgestattet worden. Das Ding wurde tatsächlich auch mit einem nicht wiegenden Turm, einem normalen Turm ausgestattet. Und wenn ihr jetzt euch mal den Turm ganz genau anguckt, das ist dann tatsächlich schon Tiger 2H Turm. Also ganz, ganz stark angelehnt. Und wenn man das Ding dann auf die Wanne draufsetzt, und in dem anderen Spiel, wo man auch mit Panzern aufeinanderballern darf, gibt es auch diese Ausbaustufe, dann haben wir fast eine Kopie eines Tiger 2Hs. Interessant. Gut, vielleicht wird er irgendwann auch nochmal den Weg ins Spiel finden, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich vermute einfach mal, dass aufgrund dessen, dass immer mal wieder Content nachgeschoben wird, wir auch dieses Fahrzeug irgendwann hier sehen werden dürfen. Wir gehen jetzt zurück zu unserem AMX M4, dem Prototypen, und schauen uns einmal ganz kurz die Schutzmodifikationen an. Und dann seht ihr, dass wir haben hier vorne eine Panzerplatte mit 80 mm effektivem, tatsächlichen Panzerungswert und einer effektiven Panzerungsstärke, je nachdem, wo wir jetzt hier getroffen werden, 130, 120 mm. An den Seiten sieht es dann ein bisschen besser aus, dadurch, dass wir hier quasi mit doppelten Winkeln arbeiten. Das alles hört sich im allerersten Moment gut an. Im zweiten Moment ist es dann allerdings wieder nichts. Wir fahren auf 6-0, können mit 7-0er Gegnern gematcht werden, das passiert auch relativ häufig. Und gerade im Bereich von 6-0 ab an sind haufenweise Fahrzeuge dabei, die eine Penetrationsleistung haben, die uns hier vorne alles in Klump schießen.
gegen Britenpanzer müssen wir jetzt nicht ganz so oft antreten mit ihrer APDS-Munition und auch Amerikaner werden eher selten zu unseren Gegnern gemacht. Aber auch russische Fahrzeuge und auch deutsche Fahrzeuge haben Penetrationsleistungen, die diese Panzerung hier schlicht und einfach ignorieren. Wenn wir uns jetzt hier diesen Wert mal angucken, 127 mm, ein Panzer 4 Ausführung F2 hat 136 mm Penetrationsleistung, der würde hier durchkommen. Das heißt also, Wannenpanzerung, können wir hier schon fast wieder von nicht vorhanden reden, denn fast alles, was durch die Gegend fährt, kann uns penetrieren. Traurig, aber wahr. Genauso sieht es hier oben aus, auch hier haben wir nicht wirklich nennenswerte Panzerungen, obwohl wir hier mit Winkeln arbeiten und all den ganzen Sachen, haben wir nichts, was wir dem Gegner entgegensetzen können. Das heißt, wir haben ein verletzliches Fahrzeug. Und selbst hier oben, wenn wir uns jetzt nochmal den Turm angucken, wir kommen jetzt auf teilweise, wenn wir es ganz genau nehmen, hier mit der Maus seht ihr das, wie sich die effektive Panzerung verändert. Da wir haben ein paar Stellen, da sind dann tatsächlich effektiv über 200 mm, aber wir haben auch ein paar Stellen, da wird es dann immer weniger. Da habt ihr es gerade gesehen, 137 mm, hier sogar nur noch 85 mm in dem Bereich. Das sind Zonen, da knallt euch jeder durch den Panzer. Und dementsprechend haben wir dann auch ein Problem. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz auf die Module. Problem Nummer 1, das ganze Fahrzeug ist von vorne bis hinten mit Munition vollgestopft. Das heißt, wir haben haufenweise Hotspots, wenn da irgendeiner reinknallt, kann es durchaus sein, dass das Fahrzeug direkt zerstört wird. Problem Nummer 2 ist, wenn man hier ständig in dieses Fahrzeug mit der Munition reinkommt, dann ist es absolut easy, das hier, ihr seht das, dieses ganze große Ding hier, inklusive unten dieses Magazin, nennt sich hier im Spiel Geschützverschluss. Wir haben also einen riesengroßen Geschützverschluss. Selbst ein Treffer hier unten in die Wanne trifft da hinten die Trommel und wir bekommen die Meldung, unser Geschützverschluss ist kaputt. Wir haben also einen sehr oft defekten Geschützverschluss, wenn wir nicht sofort vernichtet worden sind. Das sind alles Schwächen, über die man sich im Klaren sein muss. Wir haben also nicht wirklich eine, wer weiß wie starke Panzerung, wir haben einen unheimlich großen Geschützverschluss, der uns ständig das Moped unterm Hintern quasi kaputt gehen lässt. Und dann haben wir eine Kanone mit 90 mm, die allerdings von der Penetrationsleistung her jetzt auch nicht unbedingt das Nonplusultra ist. Hier steht zwar 191 mm, wir haben dann aber auch wieder Gegner, die mit besserer Panzerung arbeiten, vor allen Dingen, wenn wir in den effektiven Bereich reingehen. Und wir können auch keine andere Munition auswählen. Wir haben nur diese eine APC-Munition und das ist alles, was wir haben. Das heißt, dieser Wert, den wir haben, hier seht ihr das auf 500 Meter, nur noch 180 mm, auf 1000 Meter 168 mm. Wir haben auch keine wirklich hohe Penetrationsleistung. Das rechtfertigt dann auch das Battle Rating von 6.0. Ihr seht das, wir haben auch hier einen Nachladeautomaten mit 7 Schuss. Wenn die 7 Schuss weg sind, stehen wir erstmal dumm in der Gegend rum. Die Standzeit beträgt hier 38 Sekunden, dann dürfen wir wieder anfangen zu feuern. Bei 9 Schuss pro Minute, könnt ihr euch ausrechnen, hauen wir ungefähr alle 6,5 Sekunden ein Geschoss in Richtung Gegner. Auch das hört sich im allerersten Moment gut an. Britische Panzer können das aber auch in dieser Geschwindigkeit und selbst deutsche Panzer hängen nicht wer weiß wie weit hinterher, was die Nachladezeit angeht. Nur all diese Fahrzeuge haben eben nicht dieses 38 Sekunden Loch, das wir bei diesem Fahrzeug finden. Und da kommen wir zu dem letzten Punkt. Wenn wir jetzt hier in das Fahrzeug reingucken, seht ihr die Mannschaftsstärke, 5 Mann Besatzung. Also einer mehr, als wir das aus den meisten anderen französischen Fahrzeugen gewohnt sind. Wir haben hier unten den MG-Schützen oder auch Funker. Wir haben hier den Fahrer, wir haben hier den Richtschützen, wir haben dort den Kommandanten und jetzt haben wir hier den Kollegen, den Ladeschützen. Ja, den Ladeschützen gab es wirklich, denn dieser Ladeautomaten, das finde ich schön, dass Gaijin das hier einigermaßen schön nachmodelliert hat, hier unten, konnte neu bestückt werden. Das heißt, diese Trommel, die uns hier zur Verfügung steht, konnte direkt durch den Nachladeschützen in einer Tour neu aufmunitioniert werden. Und da haben wir jetzt zwei Punkte, wo wir eben wieder beim Punkt Realismus sind. Zum einen, der Nachladeschütze hier macht gar nichts, solange da auch nur ansatzweise was in der Trommel drin ist. Das heißt, dieses Nachführen, wie er es im Ernstfall machen könnte, immer wenn ein Geschoss verschossen worden ist, könnte er unten direkt Neues in die Trommel einlegen, findet hier im Spiel nicht statt. Die Trommel muss leer geschossen werden. Der zweite Punkt ist, jetzt haben wir hier schon einen Ladeschützen, aber den können wir skillen, so viel wie wir wollen. Ich zeige euch das jetzt hier mal. Ladeschütze.
Es ändert sich trotzdem an unserer Standzeit, wenn das Magazin leer ist, nichts. Wir können immer nur maximal 38 Sekunden herausholen. 38 Sekunden haben wir im Stockzustand, 38 Sekunden haben wir am Ende. Und genau das ist ein Punkt, der mich aktuell wirklich bei den Franzosen stört. Ich sehe hier keinerlei Vorteile, was die Nachladeautomatik angeht. Ich sehe trotz alledem Nachteile, nämlich ganz viele. Standzeiten, wenn die Magazine leer geschossen sind. Die Feuerrate ist nicht, wer weiß wie hoch. Viele andere Nationen können mit ähnlicher Leistung schießen, haben teilweise sogar effektivere und bessere Munition, um das zu machen. Ich sehe tatsächlich einen Nachteil. Und wenn ich dann auch noch einen Ladeschützen im Fahrzeug drin habe und der dann nicht mal berücksichtigt wird, wenn man irgendetwas skillt, und ihr wundert euch jetzt sicherlich, warum hat der da das komplett durchgeskillt. Es gibt auch ein paar Fahrzeuge, da kann man diesen Skill dann gebrauchen. Finde ich das einfach nicht gut umgesetzt. Trotz alledem ist das ein Fahrzeug, mit dem man was reißen kann. Obwohl ich ja zu viel gemeckert habe, ihr werdet euch gleich wundern. Ich habe für euch was zusammengeschnitten und wir sehen uns danach hier im Hangar wieder. Viel Spaß. User joined your channel. User was moved to your channel. Moin. Abend. Moin. Moment mal eben.
Huch, Dennis, warum nimmst du denn freiwillig den Challenger? Weil das einzige ist, den ich auf 5-7 hab. Was nicht denn? Nein. Centurion Augments. Ah, ich kann nicht denken. Weiß ich, haben sie in deinen Panzer kein Lenkrad eingebaut? Die Poldoms gestohlen. So, zeichnest du auf? Noch nicht, aber gleich vielleicht. Gut, dann halte ich mein Maul mit diesen Bemerkungen. Oh, hier kommt schon Beschuss rüber zu uns. Wir werden schon gegrüßt. Ja, war artig. Und der trifft auch direkt. Und du hast direkt einen kaputten Geschützverschluss hier. Ich durchschlag den nicht. Die so dicht neben dir, kann nicht mal reparieren helfen, ne? Warum nicht? Frage. Aua! Vom Tiger den Geschützverschluss kaputt. Geht irgendwas Dickes da drüben. Ja, ich weiß gar nicht, wie der. Also, manchmal bin ich echt überfordert. Stehst hier hinter einem Stein und nur so ein bisschen Dach guckt raus und schon treffen die dich hier. Boah, das ist ein sturer Emil. Habe ich auch schon zersägt mit dem Challenger. Ich sehe den nicht, ich kann da nicht drauf schießen. Da steht noch ein KV-1. Okay. Also auf die Distanz hast du mit diesem Panzer und der Penetrationsleistung bei fast keinem Gegner eine Chance. Und der kann keine andere Munition erforschen, ne? Fahrer beim Tiger raus. Der schießt auf euch, Vorsicht. Und wieder mein Geschützverschluss. Tiger raus. Alter, der sture Emil ist wieder da. Ich kann ja beim Reparieren nicht helfen, beim besten Willen nicht. Kannst du mal eben helfen? Versuchen. Dennis, fahr vorwärts. Ja, ich gehe. Bei mir geht's. Ja, jetzt ist egal. Jetzt ist der Tiger aus dem Schuss raus. Das steht in Deckung. Tiger zerstört. Fahrzeug voraus. Direkt vor uns. Auf 126 Grad an der Brücke. Tiger 1. Ja, schneiden wir dem nochmal den Weg ab. Hab ihn. Okay, wir schneiden ihm nicht den Weg ab. Auf
Panther direkt wieder auf alten Position, wo der Tiger war. Hab ihn. Da ist aber noch was anderes runtergefahren. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Ich hab nur noch 17 Schuss. Wie können die mich treffen? Da unten muss noch was stehen. Aber ja, da steht auch noch was. Da steht auch noch was am Felsen. Wow! Wo kam der denn? Ja, von ganz drüben. Raus, das Nashorn. Sehr schön im Fleet. Wie, da ist ein Wirbelwind. Ein Ostwind. Unten sind zwei Fahrzeuge. Zwei. Nur, dass ich den Ostwind nicht gesehen habe. Nee, ich nehme. Jetzt bist du auch tot? Nein, aber ich habe hier ein KV. Oh. Brauchst du meine Hilfe? Nein. Ich habe einen Beschuss von Bombe. Ich krieg eine Bombe. Von wo hast du Beschuss gekriegt? Das war eine Bombe. Aber du hast auch Beschuss gekriegt. Ich hab den ja, Schuss der kam gehört. Von rechts. Achtung, Fliegeranflug im Blät. Das gibt's doch nicht. Ostwind trifft mal. Ja, mich auch. So ein Blödsinn, ey. Also das kann ich hinkommen nicht. Bin ganz raus. Der Ostwind holt da gerade einen nach dem anderen raus. Dein ist ein Tiger. Oh. Fahr zurück. Bin bekämpft. Kämpfe noch. Treffer. Ich komm nicht durch. Das ist 12, Frederik, musst dieser 200 mm Tiger ist das. Mit dem Turm. Dieser ganze Qualm hier, der geht mir so auf den Keks. Ich sehe hier in diesem Spiel nichts mehr.
Die zerstört. Sehr schön. Lack Richtung A unterwegs. Ostwind. Wahrscheinlich der, der alle rausgenommen hat. Jetzt hier im Lichtwinkel. Turm. Im Wirkbereich. War Richtung A. Bis links von euch noch irgendwo was stehen. Aber an der Flussseite. Weiß nicht, ob. Oh, Nashorn ist hier noch. Ah, Nashorn. Wo? Ja. Hier irgendwo noch unterwegs. Kafu heißt der. Da kam er. Von wo? Von rechts. Nee. Doch, von rechts. Rechts? Nee, links, 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 links. Entschuldigung, links. Auf der anderen Flussseite. Kurz vor der Stadt, wenn du die, in Verlängerung der Stadt. Also quasi auf K15. Check. Seh den nicht. Da wo die Wyvern ungefähr ist, da. Genau, ja, ich hab auf ihn geschossen, aber er ist in Deckung gefahren vorher. Gehen wir ihn doch mal besuchen. Raus. Es ist aber. Scheint ja echt überhaupt keine Schadenswirkung zu haben. Doch, aber halt nicht beim ersten Treffer. Na gut, also verhält sie sich so ähnlich wie die Britenmunition. Die Britenmunition ist aber besser, die hat eine bessere Pen. Also zumindest die APDS. Und die gibt es für die Franzosen eben nicht, ne? Also für mich gibt es keinen Grund, da rüberzufahren jetzt und irgendwie zu drücken. Wir haben die Zone und ich kann besser hier alles wegsnipen, statt hier aktiv nach vorne zu fahren und mein Fahrzeug zu riskieren. Sollen wir auch. Ja. Also von daher. Ich bleib hier stehen. Also ich nehme mich nur hier hin, damit ich eventuell noch Punkte kriegen könnte, falls ich rausgestellt. Ich hier ganz gut versteckt. Irgendwas stimmt hier nicht in dem Spiel. Warte mal eben. So nicht. So, da sind wir wieder. Die Erfahrung, die ich mit diesem Fahrzeug bisher in den Matches machen durfte, das Fahrzeug macht Spaß.
Ich finde, das Fahrzeug macht tatsächlich Spaß. Das ist kein Scherz. Man muss sich halt nur auf die Spielweise einlassen. Und da sich die meisten französischen Fahrzeuge ähnlich spielen, hat man, wenn man hier oben angekommen ist, irgendwann auch den Dreh raus und weiß, wie man sie spielen muss. Das ist ein Fahrzeug, das verletzlich ist. Wenn wir uns darüber im Klaren sind, dann spielen wir unser Fahrzeug aus der Deckung heraus. Und ihr habt das jetzt in dem einen Match gesehen, da habe ich gesniped, weil das Match das hergegeben hat, weil die Karte es hergegeben hat, weil die Situation es hergegeben hat, brauchte mich nur hinstellen und gucken, wo sind die anderen und habe auf die geschossen. Und genau das ist eigentlich auch die Spielweise, mit der ihr den meisten Erfolg mit diesen Fahrzeugen haben werdet. Es gibt Karten, es gibt Situationen, es gibt Matches, da kann man eben nicht sich irgendwo hinstellen und über die ganze Karte die Leute wegsnipen. Das ist doof. Dann müsste man, wenn man unbedingt mit diesem Fahrzeug fahren möchte, ein bisschen aggressiver vorgehen und wird dann dementsprechend auch sehr wahrscheinlich ziemlich zügig eine Quittung dafür bekommen, da euch eben jedes Fahrzeug, das euch entgegenkommt, definitiv penetrieren kann. Und viele eurer Gegner haben dann auch noch Füllergranaten, die oft dafür sorgen, dass euer Fahrzeug komplett zerstört wird. Deswegen meine Empfehlung, nur eine Empfehlung, versucht das Fahrzeug ein bisschen defensiv zu spielen und versucht Deckung zu nutzen. Und wenn ihr das macht, könnt ihr mit dem Fahrzeug richtig viel Erfolg haben. Mir macht das Fahrzeug Spaß. Ich bin ja eher einer von den Panzerfahrern, die sowieso generell grundsätzlich vorsichtig sind. Das kennt ihr aus meinen Videos. Und genau diese Fahrzeuge kommen meinem Spielstil entgegen. Deswegen komme ich mit diesen Fahrzeugen super gut klar und mir machen sie richtig viel Spaß. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die ständig aggressiv nach vorne brettern, werdet ihr die Franzosen verteufeln. Trotz alledem, ich habe es jetzt öfters mal im Chat gelesen und auch im Forum verfolgt, da gibt es mittlerweile wieder genug Leute, die sagen, die Franzosen müssen alle genervt werden. Ja, man spielt selbst die Franzosen nicht, man ist vielleicht auch in der Beta nicht mit drin. Und dann hat man immer wieder diese Matches, wo man dann vom französischen Team komplett überrollt und platt gemacht wird. Das liegt aber nicht daran, dass die französischen Panzer OP sind. Das liegt daran, dass euer Team scheiße war. Das ist einfach so. Diese Fahrzeuge sind definitiv nicht OP. Denn unsere Granaten sind nicht wirklich die besten hier im Spiel. Das ist Fakt. Britische AP-Granaten machen mehr Schaden, nämlich in Form einer APDS zum Beispiel. Die meisten anderen AP-Granaten in diesem Spiel haben eine höhere Penetrationsleistung. Wir haben keinerlei Vorteil durch die Nachladeautomatik. Unsere Schussfrequenz ist annähernd dieselbe wie bei den meisten anderen Fahrzeugen, die auch mit APDS-Munition um sich schießen. Das heißt, wir haben dieses Loch, über das ich immer wieder rede und auf das ich weiter hinweise, und dieses Loch können wir auch nicht in seiner Funktionalität verändern, dadurch, dass wir zum Beispiel einen Nachladeschützen dementsprechend skillen und wir das zum Beispiel von 38 Sekunden auf 30 Sekunden drücken können. OP sind die Franzosen nicht und auch der AMX M4, mit dem ich jetzt im letzten Gefecht ganze 5 Abschüsse gemacht habe, ist nicht OP. OP ist sicherlich die eine oder andere Nation, wenn man hier irgendwo auch nur ansatzweise den OP-Vergleich suchen möchte. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den französischen Fahrzeugen. Mein Tipp naht immer noch wieder an euch. Spielt die Dinger vorsichtig. Denkt dran, die sind verletzlich. Und wenn ihr euch da irgendwann drauf eingestellt habt, das lernt man ja schon mit den Reservepanzern, dann habt ihr hinterher Fahrzeuge unterm Hintern, die richtig geil performen, wenn man sie dann richtig benutzt. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video interessant. Ich hoffe, ihr seid bei einem der nächsten Reviews wieder mit dabei. Das wird auch wieder ein französisches Fahrzeug sein, kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2018 gekommen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns auch in einem Stream. Würde mich freuen. Tschüss, alles Gute, euer Implied.